Predigt, sondern ein sehr herausfordernder Sonntag. Aber ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, was relevant ist, ein Thema, was viele betrifft. In der Statistik von der Quelle Statista 2014 sagt allein dieses Jahr, in dem laufenden Jahr 2014, sind 6,76 Millionen Privatpersonen allein in Deutschland überschuldet. Das sind fast 10% der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, theoretisch gesehen wäre jeder Zwölfte, der hier sitzt, betroffen mit dem Problem. Aber wir sind ja in der Kirche, ne? Uns betrifft das ja alles nicht. Und das war nur Spaß. Und wir sind mitten im Thema, ihr Lieben, wir sind mitten im Thema. Und heute werden über alle Dinge gesprochen. Ich möchte noch ein Zitat nehmen aus der Caritas-Schuldnerberatung. Von der Homepage. Da heißt es, laut einer Studie der Universität Mainz sind überschuldete Menschen häufiger krank. Oft handelt es sich dabei um psychische Erkrankungen wie Angstzustände, Depressionen oder Psychosen und, hochinteressant, Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen. Häufiger kommen soziale Probleme hinzu, der Kontakt zu Familie und Freunden leidet, was psychische Erkrankungen weiterhin begünstigt. So, wir sehen, wir sind mitten im Thema und ich möchte als meinen ersten Punkt bringen, dass Jesus das ganz anders gehandhabt hat. Er hat sehr viel über Geld geredet. Das ganze Neue Testament ist voll davon und es gibt Theologen, die es sogar statistisch erhoben hat, dass Jesus mehr über Geld geredet hat als über die Hölle und den Himmel. Hochinteressant. Und die Zitate sind voll im Neuen Testament. Wir haben das erste Zitat, Matthäus 6, 24. Da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Mammon ist so das Symbol der Gottheit, der Gott des Geldes. Und hier bei diesem ersten Zitat wird auch deutlich, worum es Jesus geht. Es geht Jesus hier nicht um eine Finanzberatung, wie können Gläubige noch reicher werden, sondern es geht Jesus hier um den Kern deines Herzens. Es geht eigentlich darum, wer ist der Herr im Haus? Wer ist der Herr in deinem Leben? Ist es Jesus Christus oder ist es die Macht des Geldes? Und ich glaube, das ist überhaupt die Eintrittskarte zu verstehen, die relativ schwierigen Gleichnisse, die Jesus bringt in Bezug auf Geld. Die sind nämlich gar nicht so leicht zu verstehen. Da haben wir eins der schwierigsten Gleichnisse in Matthäus 25, 14 bis 30. Da gibt Jesus ein Gleichnis, eine Geschichte aus dem täglichen Leben. Ein sehr reicher Mann, ein Hausherr, geht auf Reisen und vertraut seinen drei Knechten verschiedene Talente an. Talent ist die damalige Währung, mehrere tausend und 10.000 Euro, und der einem gibt er 10 Talente, dem anderen Knecht 5 Talente, dem anderen ein Talent. Die Bibel gut lesen, die kennen dieses Gleichnis schon. Und nach einer gewissen Zeit, nach einigen Jahren, kommt der Hausherr wieder und er rechnet ab mit seinen Knechten. Und er sagt praktisch auf Deutsch gesagt, was habt ihr gemacht mit meinem Geld? Wie habt ihr mein Geld verwaltet? Das ist ungefähr so, wie wenn du dein Geld auch einer gewissen Organisation oder einer Bank oder in einer Aktie investiert, dann möchtest du wissen, wie wurde mit deinem Geld gewirtschaftet, gearbeitet. Und der eine Knecht mit den 10 Talenten sagt, Herr, ich habe deine 10 Talente genommen und ich habe damit gearbeitet, ich habe damit gewirtschaftet und siehe, ich habe noch 10 weitere dazu gewonnen. Und der Hausherr sagt, Guter Knecht, geh ein in meine Freude. Wow, so ein kapitalistischer Vers steht im Neuen Testament tatsächlich. Das heißt, Jesus ist nicht gegen Geld. Jesus ist nicht dagegen, mit Geld zu arbeiten. Jesus belobigt die, denen Geld anvertraut ist und die damit arbeiten. Aber, und das ist die erste Lektion, die wir hier lernen können, es ist nicht dein Geld. Das ist die erste Aussage dieses Gleichnisses. Du denkst, es ist dein Geld, aber tatsächlich sind wir nur eine kurze Zeit hier auf Erden
Und wir können zu dem Zielort, wo wir wirklich hin sollen, ins Paradies, in den Himmel, können wir keinen Cent mitnehmen. Amen. Das heißt, es ist nur hier, bist du dafür verantwortlich, über das Geld, was Gott dir anvertraut hat, zu hüten. Du bist Verwalter, wenn man so will. Und dann kommt der andere Knecht mit den 5 Talenten, der hat auch 5 dazu gewonnen. Er sagte, guter Knecht, im Kleinen warst du treu, siehe, ich werde dich über Größeres setzen. Und dann kommt der dritte Knecht mit dem 1 Talent, und das ist für uns als Deutsche ganz schwer zu verstehen. Und er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mensch bist, ein harter Herr. Du erntest, wo du nicht gesammelt hast, und ich hatte Angst vor dir, deswegen habe ich mein Talent vergraben, und jetzt, da du wiedergekommen bist, habe ich es ausgegraben. Hier hast du es wieder. Und die Reaktion des Herrn ist ziemlich hart für unsere deutschen Ohren. Er sagte, du böser und fauler Knecht. Hammer. Und er ist böse über ihn, er richtet ihn. Und weißt du, das ist für uns schwer verständlich, die wir sehr stark mit der Gnade Gottes beschäftigt sind. Aber tatsächlich ist dieses Gleichnis auch eine Motivation für uns, nicht nur, dass das Geld, was wir hier haben, nicht unser ist, es ist Gottes Geld, sondern Gott möchte auch, dass wir Verantwortung zeigen für das, was Gott uns anvertraut hat. Hier ist der Raum vollgepackt mit wunderbaren Menschen, die so viele Talente bekommen haben von Gott. Gott sagt zu dir heute Mittag, mach was draus. Amen. Mach etwas draus, vervielfältige es, denn ich habe dir ein wunderbares Potenzial gegeben. Und nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von wunderbaren Talenten und Eigenschaften. Die nächste Geschichte ist noch schwieriger zu verstehen. Sie steht in Matthäus 19, Verse 16 bis 30. Ein reicher Jüngling kommt zu Jesus und sagt, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt ihm, halt alle Gebote. Und er sagt, ja, das habe ich schon getan. Und dann sagt Jesus etwas, was nirgendwo im Alten Testament als Allgemeingebot geschrieben ist. Er sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es an die Armen. Und er hat genau den schwachen Punkt bei ihm getroffen, weil er war sehr reich. Und er ging weg und war sehr traurig. Und Jesus sagt etwas, woran sogar die Jünger gescheitert sind. Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Himmelreich hineinkommt. Und die Jünger verzweifeln daran und sagen, wow, wer wird dann selig werden? Ja. Und Jesus sagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Und wir fragen uns, Jesus, warum hast du eigentlich so viel über Geld geredet? Und der Grund ist, weil Geld für uns alle ein sehr wichtiger Faktor in unserem Leben ist. Jesus redet deswegen so viel über Geld, weil es für uns wichtig ist. Und deswegen schweigen wir auch so gerne darüber in der Kirche. Und Jesus sagt in Matthäus 6, 21, das ist mein letztes Zitat, da sagt Jesus, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt also, Jesus gibt hier nicht fünf Punkte, wie man reich werden kann, sondern Jesus, wenn er über Geld spricht, dann spricht er genau in dein Herz, wo ist die Herrschaft in deinem Leben? Ist Jesus der Herr in deinem Leben oder ist es Mammon? Wer ist der Herr im Haus? Und ich glaube, das ist wichtig in einer Zeit, wo wir leben in absoluter Überschuldung. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass unsere Regierung sich entschlossen hat, das erste Mal eine schwarze Null zu schreiben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir leben in einem Europa, das absolut überschuldet ist. Wir leben in absoluten Schulden, die wir gar nicht mehr begreifen können. Zahlen, Billionen, Billiarden, die wir gar nicht mehr ergreifen können, wie viel unsere Länder verschuldet sind. Und das ist nicht nur ein Problem der Staaten, sondern es ist ein persönliches Problem von vielen Familien. Und viele Familien und viele Ehen gehen zugrunde, weil Menschen sich in Schulden gestürzt haben. Und deswegen spricht Jesus darüber.
weil er weiß, welche Macht Geld hat, weil er weiß, welchen Schaden Schulden bringen können über das Leben von Ehen und Familien. In 1. Timotheus 6, Vers 10, da warnt die Bibel nicht vor Geld. Geld an sich ist nichts Böses. Geld an sich ist eine neutrale Sache. Aber es sagt hier, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Das heißt nicht, dass Geld ist die Wurzel des Bösen, sondern die Liebe zum Geld. Wo ist dein Herz? Ist dein Herz bei deinem Geld oder ist dein Herz bei der Herrschaft Gottes? Das ist die Aussage. Denn die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das heißt, wenn wir unser Herz hängen an das Geld, wenn wir anfangen, das Geld zu lieben, dann hat das solch eine Kraft in unserem Leben, dass sogar unser Glaube zerstört werden kann. Dass es sogar, dass wir durchbohrt werden mit vielen Schmerzen, und das ist die Realität für viele Menschen, auch für viele Gläubige, die nicht wissen, wie man herrscht über Geld. Und darum geht es eigentlich. Es geht darum, wie herrschen wir über Geld und nicht, dass Geld über uns herrscht. Ich möchte fünf ganz einfache Prinzipien heute uns bringen, wie wir herrschen über Geld und wie wir die Herrschaft des Geldes über uns beenden und wie wir frei werden von Schulden und von der Herrschaft der Schulden. Mein erster Punkt ist Rechenschaft. Wenn es stimmt, dass das Geld, was du hast, nicht dir gehört, sondern Gott gehört, dann ist auf einmal eine ganz andere Mentalität in unserem Leben. Dann sind wir verpflichtet, Rechenschaft abzulegen über das, was Gott uns anvertraut hat. In Lukas 16, Vers 11, da sagt Jesus etwas sehr Erstaunliches. Da sagt er, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wow. Das ist so ein Satz, den auch viele Christen haben. Ach, Geld, das ist etwas Schmutziges, das ist etwas Weltliches. Damit beschäftigen wir uns nicht. Geld ist nicht wichtig für uns. Wir beschäftigen uns nur mit den höheren Dingen, mit Gebet, mit geistlichen Dingen, mit der Gemeinde, mit was weiß ich, alles, was sich um Kirche dreht. Aber Jesus sagt, nein, nein. Das Reich Gottes beginnt tatsächlich in deinem Portemonnaie. Das Reich Gottes beginnt bei dem ungerechten Mammon. Ja, tatsächlich bei dieser Sache Geld, die an sich neutral ist, aber die wir als Christen oft als unrein sehen, als etwas, damit beschäftigen wir uns nicht. Tatsächlich fordert Jesus uns auf, in diesem Vers Rechenschaft, Verantwortung zu tragen für Haushalterschaft in Gelddingen. Salomo, der reichste Mann seiner Zeit, der Bill Gates seiner Zeit, gibt uns wunderbare Ratschläge in seinen 31 Kapiteln in dem Buch Sprüche. Sein fantastisches Buch. Ich kenne Pastoren, die jeden Tag ein Kapitel von Sprüche lesen, weil es 31 Kapitel hat, da hast du also jeden Monat immer bist du voll bedient. Und es ist ein Buch, durch das man weise werden kann im Alltag. Es hat auch sehr viel über Geld zu sagen. Da heißt es hier in Sprüche 27, 23, 24. Da sagt Salomo, achte auf den Zustand deiner Herden, kümmere dich um deine Schafe und Ziegen, Geldbesitz ist nicht von Dauer. Also da spüre ich schon und sehe schon in euren Augen, Pastor, das ist keine relevante Predigt, ich habe keine Herde zu Hause, ich habe auch keine Ziegen zu Hause, höchstens tiefgefroren, ja, im Kühlschrank. Aber dieser Vers, was hat das mit meinem Leben zu tun? Hüte, beachte auf den Zustand deiner Herden und deiner Schafe. Aber ihr müsst es einfach transponieren in das heutige Jahrtausend. Weißt du, heute hast du nicht Schafe und Ziegen, heute hast du Sparbriefe, du hast Aktien,
Du hast Konten, über die du Rechenschaft ablegen solltest. Du solltest wissen, wenigstens wissen, wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Viele Leute wissen es nicht. Sie gucken schon gar nicht mehr darauf, weil dann nämlich alle Zahlen rot sind. Sie wissen es höchstens dann, wenn die Bank ihnen einen Brief schickt und sagt, sie kriegen kein Geld mehr, weil ihr Dispo ist überschritten. Dann wissen sie es vielleicht, aber vorher wissen sie es nicht. Sie beschäftigen sich nicht damit. Aber Salomo sagt, du solltest wissen, wie der Zustand deiner Schafen und Herde ist. Übertragen, du solltest wissen, wie der Zustand deiner Finanzen ist. Und Sprüche 23, da sagt er, Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dir etwas kosten lässt. Das heißt also, Salomo sagt, es sollte dir alles daran gelegen sein, zu wissen, was mit deinen Finanzen los ist. Weil viele, haben sie auch schon erfahren, wenn wir dann zum Shopping gehen, wenn wir dann in die Stadt gehen oder wir gehen irgendwo auf Reisen und gehen in irgendwelche Touri-Shops, wird uns ja jetzt auch bevorstehen, ab Montag in Jerusalem oder in Israel, dann geht auf einmal, verlässt das Geld dein Portemonnaie und sagt noch nicht mal auf Wiedersehen. Und dann am Ende des Monats hast du schon wieder zum wiederholten Male gemerkt, der Monat ist länger als dein Gehalt. Und du fragst ihn, viele Leute fragen sich, hey, wo ist mein Geld geblieben? Und wer so eine Frage, ich mache jetzt keinen Aufruf, weil ich will hier keinen blamieren. Und wer so etwas fragt am Ende des Monats, wo ist mein ganzes Geld geblieben? Du hast ein Problem. Weil du weißt nicht, wohin dein Geld geht. Und Salomo sagt, wir sollen uns darum kümmern, um den Zustand unserer Schafe. Wir sollen uns darum kümmern, wo ist unser Geld hingegangen. Und ich sage dir, viele Christen wissen es nicht. Viele Christen wissen nicht, wo ihr Geld hingeht. Und deswegen ist das schon der erste Schritt in die Katastrophe. Und das ist das, was ich über deine Finanzen und dann diese unheilvolle kleine Plastikkarte in deinem Portemonnaie, genannt Kreditkarte oder Sparkassenkarte, und du gehst einfach in einen Shop, du weißt nicht, wie viel Geld du hast auf dem Konto, du weißt nicht, wie hoch deine Schulden sind, aber du möchtest das unbedingt haben und schon gibst du deine Karte und wupp, hat das Geld dich verlassen, aber du weißt es nicht. Das heißt, Unwissenheit gepaart mit Kreditkarte ist der erste Schritt in den finanziellen Ruin. Ich habe gesagt, es wird schmerzhaft heute. Das heißt, du gibst Geld aus, von dem du nicht weißt, was du hast. Weißt du, ich bin noch oldschool. Uns wurde beigebracht von meinen Großtanten, das ist nochmal oldschool, noch weiter, okay? Kauf nur das, für das du auch Geld hast. Das hat sich völlig verändert in der heutigen Gesellschaft. In der heutigen Gesellschaft wird uns überall suggeriert, in allen Medien, in allen Werbung. Willst du dieses Auto haben? Kein Problem, wenn du kein Geld hast. Du kannst einen Kredit bei uns bekommen. Du kannst es abstottern. Das heißt, die wollen nicht nur unser Geld, die wollen sogar das Geld, was wir nicht haben. So ist es, so sieht es aus. Und so geben wir Geld aus, das wir nicht besitzen. Und ich glaube, zur Rechenschaft solltest du vier Fragen spontan sofort beantworten. Wenn du sie nicht beantworten kannst, dann bist du in Schwierigkeiten. Erste Frage, wisse, wie viel du besitzt. Zweite Frage, wisse, wie viel du schuldest. Dritte Frage, wisse, wie viel du verdienst. Und vierte Frage, wisse, wohin dein Geld geht. Wenn du diese Fragen nicht spontan beantworten kannst, dann hast du Schwierigkeiten. Aber es gibt eine Rettung. Diese Rettung liegt bei dir zu Hause. Es ist ein einfaches, planes, weißes Blatt. Du kannst ein weißes Blatt dir nehmen heute Abend und kannst eine Tabelle machen mit drei Spalten. In der ersten Spalte,
Das solltest du einmal im Jahr tun. Das solltest du, wenn du Schwierigkeiten hast, diese vier Fragen zu beantworten, solltest du es sofort heute Abend tun. Du solltest eine Spalte machen mit all deinen Einnahmen. Alles aufschreiben, deine stetigen Einnahmen. Dann eine zweite Spalte mit den festen Ausgaben, das heißt Miete, Strom, Gas, Steuern, was weiß ich. Und dann, hier ist dann oft der Hase im Pfeffer vergraben, die variablen Ausgaben. Das ist genau das, wo dann oft das Problem ist. Weißt du, ich habe mir angewöhnt, wenn ich gehe in einen Tempel von Mammon, in einen Shop, in ein Kaufhaus, alles, was mein Portemonnaie verlässt, muss etwas wieder hineinkommen. Das heißt, ich sammle Quittung, ich sammle Rechnung und das muss einmal im Jahr, muss es hier auftauchen. Dann kannst du die Frage beantworten, wo ist mein Geld hingegangen? Und du sagst vielleicht, ach Mario, ich bin nicht so für Listen, ich bin nicht so mit Quittungen, die landen bei mir gleich im Mülleimer. Das ist mir zu viel Arbeit, das ist mir zu kleinlich. Und dann möchte ich dir nur eine Frage zurückgeben. Was ist mehr Arbeit? Vielleicht brauchst du für so eine Liste nur eine Stunde. Wenn du ein komplizierteres Leben hast, vielleicht zwei oder drei Stunden. Aber was ist mehr Zeit? Zwei Stunden, drei Stunden eine Liste zu erstellen oder nächtelang nicht schlafen zu können, weil du Finanzsorgen hast? Eheprobleme zu verarbeiten, weil deine Ehe auseinanderbricht wegen Finanzsorgen. Weil deine Kinder dich verlassen wegen Finanzsorgen. Das habe ich alles gesehen. Und du solltest dieses kleine Investment solltest du machen, um Rechenschaft abzulegen vor dem, der dir diese Finanzen anvertraut. Der zweite Punkt. Erster Punkt war Rechenschaft. Der zweite Punkt ist plane. Plane deine Ausgaben. Sprüche 21, Vers 5 sagt der weise Salomo: Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Und dann der nächste Spruch ist Sprüche 21, Vers 20. Im Haus des Klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl. Aber ein Dummkopf vergeudet alles. Ja, das heißt, hier heißt es, der Dummkopf gibt alles, was er hat, so schnell wie möglich aus. Ja, und das ist das, was viele Leute nicht begreifen. Plane deine Ausgaben, plane deine Ausgaben und weiche nicht davon ab. Viele Leute sagen, Mario, ich habe finanzielle Schwierigkeiten, hätte ich nur ein größeres Gehalt, dann könnte ich alle meine Schulden bezahlen. Ich sage dir, das ist ein totaler Irrtum, weil es gibt Leute, die haben ein dreimal so großes Gehalt wie du, aber haben zehnmal so viel Schulden. Ist so. Das Problem ist nämlich nicht deiner Finanzsorgen, was die Höhe deines Einkommens, das Problem ist das, was du ausgibst. Das ist das Problem. Und wie kommen unregelmäßige Ausgaben zustande? Durch Shopping. Oder man sagt heute Power Shopping. Ne? Oder man sagt, man wird zum Shopaholic, nicht wahr? Und das ist die Mentalität unserer Gesellschaft. Ich sehe es, ich will es, ich kaufe es. Das ist Impulsiv-Shopping. Ich weiß nicht, ich mache wieder keinen Aufruf, aber ich sage es einfach mal so offen in den Raum, brauchst dich nicht zu melden. Wie viele sind schon ins Kaufhaus gegangen? Heute geht man nicht mehr ins Kaufhaus, heute geht man ins Internet, okay? Und wie viele haben gesehen, Sonderangebot, nur die Hälfte, nur ein Drittel des Preises. Du brauchst es überhaupt nicht. Du brauchst es nicht, aber ich habe so viel Geld gespart, wenn ich es kaufe. Und hinterher merkst du, du hast dein Geld einfach zum Fenster rausgeschmissen. Aber es ist dieser Geist, der durch die Medien kommt, du siehst es, du willst es, du kaufst es jetzt mit einem Klick. Kannst du es kaufen? Und wie lange haben Leute ihre Schulden abgestottert für Dinge, die sie nicht wirklich brauchen? Und darauf ist die ganze Werbung ausgerichtet. Aber, ihr Lieben, ich habe eine Rettung.
Und ich kann sagen, jeder, der in den Mammon-Tempel oder in ein Kaufhaus geht oder ins Internet, es gibt eine Rettung für dich. Das ist dieser kleine Zettel, genannt Einkaufszettel. Meine Frau gibt mir immer einen Einkaufszettel, wenn ich zu Lidl gehe. Und das ist meine Rettung, okay? Und ich halte mich ganz genau an das, was sie draufschreibt. Sie schreibt es sogar so aus, sie weiß genau, wo die Regale sind, so wie ich laufe. Schatz, wenn du da bist, dann kommt das. Und Regel ist, da gibt es keine Zusätze. Halt dich daran, dann wenn du einen Einkaufszettel hast und vorher geplant hast, dann bist du frei vom Mammon dieser Welt. Amen. Das heißt also, wie machen wir einen Einkaufszettel? Indem wir Herrschaft nehmen über das Geld. Nicht, dass das Geld dich kontrolliert, durch Gier, sondern du wirst das Geld kontrollieren. Du wirst dem Geld gebieten, wo es hingeht. So, wie machen wir Ausgabenplanung? Wenn du Single bist, dann ist das Leben einfach, oder? Ah, das träumst du nur, das träumst du nur. Das träumst du nur. Nein, wenn du Single bist, dann gehst du ins Gebet. Weil du im ersten Punkt hast du gelernt, ich habe am Sonntag gelernt, mein Geld ist gar nicht mein Geld. Mein Geld gehört Gott. Ich bin ein Nachfolger Jesu, also sollte ich Jesus fragen, Jesus, wie möchtest du eigentlich, dass ich mein Geld ausgebe? Und dann machst du deinen Einkaufszettel mit Gott. Wenn du verheiratet bist, ist das Leben etwas komplizierter. Wenn du Kinder hast, ist es hochkomplex. Das heißt, dann redest du nicht nur mit Gott, sondern dann redest du auch mit deiner Frau oder deinem Mann und deinen Kindern. Und wenn sie erst Teenager werden, ich sage dir. Das heißt, dann folgt auf den göttlichen Dialog der innerehliche Dialog oder die innerfamiliäre Diskussion oder Kampf ums Überleben. Das heißt, dann macht ihr zusammen Pläne. Und ihr macht einen Einkaufszettel, du planst deine Ausgaben und du weichst nicht davon ab. Das ist mein zweiter Punkt. Plane. Erstens Rechenschaft, wisse, wo dein Geld hingeht. Zweitens Planung, mach einen Einkaufszettel, weiche nicht davon ab. Befiehl du dem Geld, wo es hingeht und lass nicht zu, dass das Geld dich beherrscht. Drittens, spare für die Zukunft. Viele Christen kennen es nicht mehr, zu sparen. Sprüche 21,20 zeigt uns, dass es total biblisch ist. Da heißt es, im Haus des Klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl. Im Sprüche 13, Vers 11 sagt Salomo, schnell erschwindelter Reichtum verliert sich. Langsam erarbeiteter Reichtum vermehrt sich. Little by little. Nicht der schnelle Reichtum. Und wie viele Christen habe ich kennengelernt, die mit weinenden Augen zu mir ins Büro gekommen sind und sagen, Mario, ich habe mein Geld zur Börse getragen, 750.000 D-Mark, alles weg. Mario, ich habe mein Geld zur Börse getragen, 30.000 Euro, alles weg. Ich sage, wie ist das gekommen? Ich wurde getäuscht von einem Pastor. Ne, Pastoren sind alle Verbrecher. Ne? Er war ein Spekulant bei der Börse. Er hat gesagt, er wäre ein Missionar. Ich habe ihm all mein Geld gegeben und er hat es in den Sand gesetzt. Er ist schuld. Und dann habe ich gesagt, wie viel Zinsen hattet ihr versprochen dafür? 12%, 20%. Ich sage, tu Buße, das ist unanständig. Ja, du kannst nicht deine Verantwortung delegieren auf andere, auch wenn der Pastor ein Verbrecher ist. Du musst selber nach dem Wort Gottes schauen. Wir legen unser Geld an, gemäß des Wortes Gottes, dass wir langsam, little by little, und wir gucken uns auch die Banken an, wo wir unser Geld anlegen. Wir schauen uns an, wie erwirtschaften sie ihr Geld. Mit Waffen, mit irgendwelchen dubiosen Geschäften oder sind es Banken, die von einer Ethik geleitet sind, die ihr Geld einsetzen, vielleicht auch für soziale Engagements und Entwicklungsengagements in der dritten Welt oder für christliche Engagements.
Das heißt, wir setzen Ziele für unsere Ausgaben, aber wir setzen auch Ziele für das Sparen. Sprüche 6, Vers 7 heißt es, die Ameisen sammeln im Sommer ihre Nahrung für den Winter. Das ist ein biblisches Prinzip. Wenn wir Zeiten des Überflusses haben, dann heißt das für uns als Gläubige, dass wir sparen in den Zeiten des Überflusses. Weil es kommen Zeiten des Mangels. Das ist auch ein biblisches Prinzip, was Josef dem Pharao gelehrt hat. Er hat gesagt, 7 Jahre kommen, da wirst du Überfluss haben, aber baue Speicher, spare, denn es kommen 7 Jahre des Mangels. Ein biblisches Prinzip. Aber wir sparen nicht. Warum sparen wir nicht? Der Grund liegt hier in unserem Herzen. Es heißt Neid. Wir schauen auf unseren Nachbarn, der ein Haus weiter wohnt. Und schon wieder hat er einen neuen Wagen der, was weiß ich, Klasse. Oder wieder einen neuen Sportwagen. Und wir möchten gerne auch dieses Auto haben. Oder wir schauen auf die Nachbarin, die mit ihrem neuen Nerz oder Pelzmantel hier herumgeht oder mit ihrem neuen Kleid und wir möchten auch ein neues Kleid. Und wir möchten dies und wir möchten das und wir vergleichen uns mit unseren Nachbarn und mit denen, die wir betrachten. Und ich möchte dir sagen, heute kannst du davon frei werden. Heute kannst du eine Entscheidung treffen, heute im Angesicht Gottes und sagen, ich möchte ab heute, möchte ich mich nicht mehr vergleichen mit anderen. Amen. Ich möchte von heute, möchte ich mir nichts mehr daraus machen, was andere besitzen oder kaufen, in Klammer auf, und Schulden machen. Denn welche Schulden sie gemacht haben, das sagen sie dir ja nicht. Das heißt, du kannst dich heute entscheiden zu sagen, ich möchte ein zufriedener Mensch werden und ich möchte mit weniger leben. Ich möchte genügsam sein. Weißt du, all der Reichtum macht die Menschen nicht glücklich. Ich habe so viele Menschen getroffen in meinem Leben, die fast nichts hatten und die glücklichsten Menschen der Erde waren. Und 1. Timotheus 6, Vers 6 sagt, da sagt Paulus, Gottseligkeit, also mit dem Glück Gottes erfüllt zu sein, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, mit Genügsamkeit, mit weniger ist mehr, verstehst du? Das ist ein großer Gewinn. Amen. Das heißt, heute kannst du dich entscheiden zu sagen, ich möchte anders leben. Ich möchte mich nicht mehr vergleichen mit anderen, sondern ich möchte mit dem zufrieden sein, was Gott mir anvertraut hat. Das heißt, ich setze die richtigen Prioritäten in meinem Leben. Ich zahle zuerst an Gott, dann setze ich finanzielle Ziele, indem ich spare und dann zahle ich meine Schulden ab. So, mein erster Punkt. Rechenschaft abgeben, der zweite Punkt, plane, dritter Punkt, spare und mein vierter Punkt, gib Gott, was Gott gehört. Malachi 3, Vers 10 sagt, bringt den ganzen zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt zu meinem Tempel, damit die Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen. Das ist das Prinzip des Zehntens. Und ich möchte hier nochmal betonen, der Zehnte bringt uns nicht in den Himmel. Wir zahlen mit dem Zehnten nicht unsere Schuld ab oder unsere Sünden ab, denn da ist nur einer, der für unsere Sünden bezahlt hat. Das ist Jesus Christus. Amen. Preis dem Herrn. Durch Jesus sind wir gerettet. Der Zehnte hat überhaupt nichts mit unserem Seelenheil zu tun. Der Zehnte ist nicht heilsnotwendig. Und wenn wir den Zehnten zahlen, kommen wir auch nicht per ICE in den Himmel. Amen. Kommen alle gleich schnell dort an. Der Zehnte ist einfach nur ein Schlüssel für unseren Alltag. Er ist ein Schlüssel, um die Herrschaft über die Finanzen in unserem Leben zu erringen. Der Zehnte ist eine Art Anbetung. Eine Anerkennung Gottes, dass ich sage, Gott, ich gebe dir als erstes 10% von allem dem, was du mir anvertraut hast, damit ich dir zeige, ich weiß, alles gehört dir. Ich ehre dich. Ich gebe dir Herrschaft in meinen Finanzen und ich vertraue darauf, dass du auf mich aufpassen wirst, dass du mich versorgen wirst, dass du mich beschützen wirst, auch in Zeiten des Mangels. Der Zehnte ist so eine Art Waffe,
in Zeiten der Krisen. Die ersten Christen haben es auch so getan. Es ist nicht nur ein alttestamentliches Gebot. Im 1. Korinther 16, Vers 2 heißt es, die ersten Christen haben am ersten Tag der Woche, das ist heute, der Sonntag ist der erste Tag der Woche, haben sie etwas zurückgelegt für das Reich Gottes. Und in Sprüche 3, Vers 9 sagt Salomo, ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Nicht das Trinkgeld am Ende der Woche. Nicht die 2 Cent, sondern das Beste. Gib ihm das Erste. Und wenn du Gott ehrst, dann wird auch Gott die Herrschaft antreten in deinem Leben und wird auch seine Herrschaft ausbreiten im Bereich deiner Finanzen. Das heißt, Rechenschaft, plane, spare, gib Gott, was Gott gehört. Und mein letzter Punkt, genieße das, was du hast. Prediger 6, Vers 9 sagt, gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht nach allem möglichen anderen. Ich sage euch, das ist genau das Gegenteil von der Konsumgesellschaft, in der wir leben. Unsere Konsumgesellschaft ist getrieben von Gier. Die ganzen Medien jeden Tag bombardieren uns mit Sachen, die unnötig sind, und erzeugen in uns eine Gier, eine Lust, dass wir das noch haben müssen und das noch haben müssen und das alles anhäufen und hoffen, dass es uns dann besser geht, wenn wir mehr besitzen. Hoffen, dass andere uns mehr wertschätzen oder dass wir unseren Wert definieren können durch Reichtum. Aber die Bibel sagt nein. Wirkliche Identität, wirklicher Selbstwert kommt nicht durch die Dinge, die wir besitzen, sondern kommt durch Gott selbst. Das heutige Finanzsyndrom, so würde ich das nennen, oder die Finanzkrankheit, an dem so viele Menschen leiden, auch viele Christen, ist, dass wir unser Leben falsch geordnet haben. Wir haben es in der falschen Reihenfolge geordnet. Und so ordnen wir auch unsere Finanzen in der falschen Reihenfolge. Erster Punkt, so ist es generell in der Welt und auch bei manchen Christen, unsere Gier übersteigt unser Einkommen. Zweiter Punkt, auch wenn ich es mir nicht leisten kann, kaufe ich es trotzdem. Plastikkarte. Dritter Punkt, wenn dann der Tag der Abrechnung kommt, der Tag, wo der Brief kommt von der Bank, du hast deinen Dispo-Kredit überzogen und du musst so und so viel Prozent Zinsen zahlen. Die Schuldenabzahlungen machen uns nicht nur finanziell kaputt, sie machen uns auch nervlich kaputt. Und der letzte Punkt, unsere Ehen, unsere Familien gehen kaputt aufgrund von ungeplanten Schulden. Und ich sage euch, unsere Kinder haben anderes verdient. Unsere Kinder brauchen nicht das neueste und teuerste Geschenk. Unsere Kinder brauchen unsere Zeit, unsere Zuwendung, unsere Liebe. Das ist viel mehr wert als irgendein teures Geschenk. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, genieße das, was du hast, sei zufrieden mit dem, was du hast, dann ist es wichtig, dass wir unser Leben diszipliniert ordnen. Viele Menschen leben in der falschen Ordnung. Ich möchte euch das kurz mal zeigen in der Folie. So ist die falsche Ordnung. Wir verdienen unser Geld, wir verprassen das meiste davon durch unseren Genuss, durch unsere Gier, weil wir es jetzt haben wollen. Ich sehe es, ich kaufe es, ich will es jetzt haben. Dann, wenn da noch irgendetwas übrig ist, fangen wir an, unsere Schulden abzuzahlen. Mehr recht als schlecht. Dann bleibt meistens nichts mehr übrig, um etwas zu sparen, weil die meisten sparen nicht. Und dann bleiben noch 2 Cent Trinkgeld für Gott beim Opfer, wenn der Opferkorb bei uns vorbeigeht. Das ist die falsche Reihenfolge. Gott ermutigt uns, ein diszipliniertes Leben zu führen, ein Leben, wo wir herrschen über unsere Finanzen. Die richtige Reihenfolge ist, wir verdienen unser Geld und dann kommt zuerst Gott. Wir geben Gott zuerst, was ihm gebührt. Wir sagen ihm zuerst, dass er der Herr ist in unseren Finanzen, indem wir ihm das geben, was ihm gebührt.
Drittens, dann planen wir unser Leben, unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder, indem wir sparen. So sagt es auch das Wort Gottes, die Eltern sammeln Schätze für die Kinder. Viertens, wir zahlen unsere Schulden treu zurück. Und dann von dem, was davon übrig bleibt, das genießen wir. Amen. Wow, war das dünn. Ja, ja, ich sag ja, das tut weh heute. Aber ich möchte euch trotzdem noch ermutigen mit einem letzten Satz. Ich möchte ihn zitieren von Rockefeller, dem reichsten Mann seiner Zeit des letzten oder vorletzten Jahrhunderts. Er war der reichste Mann und er lehrt, was sein Prinzip war, sein Lebensprinzip, um reich zu werden. Und es war das Prinzip 10-10-80. Er war ein gläubiger Mann, er war ein gläubiger Christ und er hat gesagt, allen dem, was Gott mir gegeben hat, das war die erste Lektion, die er gelernt hat, alles das, was ich besitze, gehört nicht mir, sondern gehört Gott. Und ich bin nur ein Verwalter hier auf Erden, ich kann keinen Cent mitnehmen. Dann sagt er, alles von dem, was Gott mir gegeben hat, 10% gebe ich zuerst Gott, denn Gott gehört alles. Die nächsten 10% spare ich für meine Familie, für die Zukunft, für Zeiten des Mangels. Und von den 80% lebe ich. Das heißt, meine Miete, meine Ausgaben, meine regelmäßigen Ausgaben, meine unregelmäßigen Ausgaben. Und davon muss ich leben. Wer mehr als 80% seines Guthabens oder seines Einkommens verbraucht, lebt ein extravagantes Leben. Rockefeller. Weil er hat gesagt, unregiertes Geld ist ein unregiertes Leben. Und ein unregiertes Leben gibt Gott keine Ehre. Gott möchte heute, wir können uns entscheiden, dass wir sagen, Gott, ich möchte mein Leben ändern. Ich möchte gern über mein Geld regieren, durch deine Herrschaft. Ich möchte ein regiertes Leben haben. Ich möchte ein Leben haben, das dich ehrt. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen zusammenschließen. Vater Gott, ich möchte dir danken, dass du so ein liebender Vater bist, dass du uns so sehr liebst und dass du über alle Dinge mit uns sprichst, sogar über die Dinge, über die wir nicht reden wollen. Ich möchte dir danken, Herr, dass du heute eingreifen möchtest, da wo Menschen vielleicht heute hier sitzen und die unter einem unglaublichen Schuldendruck leben, vielleicht schon seit Jahren. Vater, ich bete, gib uns Frieden, auch gerade mitten in unseren Schulden. Erfüll uns mit der Hoffnung, dass du uns Kraft gibst, unsere Schulden hinter uns zu lassen. Gib uns Kraft, den Mantel der Scham heute hier zu lassen, den Mantel des Schweigens heute hier zu lassen und herauszugehen ins Licht und, Vater, zu Menschen zu gehen, die kompetent sind, die mich beraten können. Vater, vergib mir, wo ich mehr ausgegeben habe, als ich verdiene. Herr, erlöse mich von der Herrschaft Mammons und ich entscheide mich heute, ein mündiger Christ zu werden. Ich entscheide mich heute, Rechenschaft abzulegen, weil ich anerkenne, dass das Geld, was ich besitze, gehört nicht mir, sondern es gehört dir. Mach mich zu einem weisen Haushalter. Mach mich zu jemandem, der plant, der regiert über sein Geld und mach mich zu jemandem, der ein regiertes Leben führt, das dich ehrt. Danke, Jesus. Und ich würde gerne, während unsere Augen noch geschlossen sind, möchte ich gerne noch eine Frage stellen. Vielleicht bist du neu hier in der Gemeinde, vielleicht bist du auch heute dein erster Tag und du denkst, wow, gleich am ersten Tag über Geld, aber ich glaube, du hast verstanden, dass Gott alle Dinge interessieren kann.